Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma Grotech GmbH. Heute geht es um die Versorgung eures Meerwasseraquariums mit Makroelementen und speziell hier heute Carbonat, Magnesium und Calcium. Die Makroelemente werden im Meerwasseraquarium ständig benötigt. Calcium, Magnesium zum Aufbau von Korallenskeletten. Magnesium hauptsächlich auch von Kalkrotalgen. Carbonat wird reduziert durch biologische Abbauprozesse. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um jetzt Calcium, Magnesium und Carbonat im Aquarium nachzudosieren, zum Beispiel mit dem Kalkreaktor. Wenn man da jetzt Calcium Pro reintut und Magnesium Pro, wird es weiter abgebaut und dem Aquarium zugeführt kontinuierlich. Kalkwasser ist auch eine Möglichkeit, um das Calcium zu erhöhen, oder dann eben unser Basic-System. Mit unserem Basic-System hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten, eben die Carbonathärte, das Calcium und das Magnesium eben anzuheben im Aquarium. Man kann es direkt zudosieren. Also da ist ein kleiner Messlöffel drin. Da steht dann auf der Packung drauf, wie viel Gramm so ein Messlöffel hat. Waage ist natürlich besser. Also wie gesagt, ihr könnt es als Pulver direkt an einem gut durchströmten Ort langsam reinrieseln lassen. Ihr könnt eine Stammlösung herstellen, also eine relativ dicke, an der Sättigungsgrenze befindliche Stammlösung, oder eben ihr macht Ballinglösungen. Carbonat pro Instant, um die Carbonathärte zu erhöhen, Calcium pro Instant, um den Calciumgehalt zu erhöhen, Magnesium pro Instant, um den Magnesiumgehalt zu erhöhen, und eben Mineral pro Instant, um die Ionenverschiebung bei der Anwendung von DNE2 auszugleichen. Ja, die Ionenverschiebung, die entsteht immer, sobald ich eine pulverige oder Lösung an Carbonat und Calcium dem Aquarium zugebe. Es entsteht Natriumchlorid, und wenn man das halt immer weiter zugibt, reichert sich das Natriumchlorid eben im Aquarium an. Und um die Ionenverschiebung eben auszugleichen, haben wir unser Mineral Pro Instant. Das ist ein natriumchloridfreies Meersalz. Und wenn man das dann praktisch im gleichen Verhältnis wie die zwei zugibt, wird eben die Ionenverschiebung ausgeglichen. Und der Vorteil ist auch noch im Mineral Pro Instant, da ist eben auch ein hoher Anteil von Magnesium und Calcium drin. Und das kann schon in manchen Aquarien ausreichen, um den Magnesiumgehalt zu halten. Also das heißt praktisch, bei manchen Becken würde das ausreichen, um das Becken zu versorgen mit eben Carbonat, Calcium und Magnesium. Mit dem Vorteil, ich hätte keine Ionenverschiebung. Gut, die Ionenverschiebung kann ich natürlich auch durch einen Wasserwechsel, durch einen regelmäßigen Wasserwechsel eindämmen, aber ganz wegkriegen werde ich sie nicht. Und manche Becken, die brauchen eben mehr Magnesium. Es kommt eben darauf an, also Magnesium, gerade speziell Kalkrotalgen ziehen extrem Magnesium. Und da kann es durchaus sein, dass die drei nicht ausreichen. Da müsste ich dann das dazu nehmen. So, das hört sich jetzt alles ziemlich kompliziert an, aber ist eigentlich ganz einfach. Und wir haben euch auch einen Rechner hier zur Verfügung gestellt, um das jetzt auszurechnen. Oben auf der Büchse ist ein QR-Code, www.kalkulator.grotech.de. Da könnt ihr den Rechner finden. Und wir gehen jetzt da drauf. Dann kommt oben die Internetseite. Und jetzt sind wir in dem Produktrechner. Die Basic Instant Produktreihe, die findet ihr unter Grundversorgung Balling. Also wir haben jetzt oben eine kurze Zusammenfassung, wie man das anwendet, das System. Dann drunter die Anleitungen, um die Lösungen, also die Ballinglösungen herzustellen. Hier oben jetzt ist Carbonat, Calcium, Magnesium und unten die Minerallösung. So, und das ist jetzt ganz einfach eigentlich. Hier, die Daten müsst ihr eigentlich selber eingeben. Jetzt das Nettovolumen des Aquariums. Also wir sagen jetzt mal, das Aquarium hat 500 Liter brutto. Brutto, es wird immer außen gemessen, Länge mal Breite mal Höhe, aber natürlich muss man das Glas abziehen. So, Aquarium ist sicherlich nicht bis oben hin voll. Dann die Steine, Fische und so weiter, dann sind wir vielleicht bei 450, das gebe ich jetzt mal hier ein. 450 Liter. Und dann geben wir die Werte ein. Also, wir sagen jetzt mal, wir haben schon einen guten Carbonathärte in unserem Becken von 7 und die möchten wir jetzt auch beibehalten. Machen wir auch wieder 7 und unser tägliches Verbrauch, da muss man halt mal über ein paar Tage praktisch messen, wie viel
der Wert am Tag absinkt, beziehungsweise man misst über 2 oder 3 oder 4 Tage und teilt eben den abgefallenen Wert oder die Differenz durch die Anzahl der Tage. Sage ich mal, so ein realistischer Wert ist jetzt 2 kH am Tag. Und wenn ich jetzt fertig mache, dann seht ihr schon rechts hier die tägliche Dosierung der Instant-Lösung, die wollen wir nachher gleich noch zusammenrühren. Und das seht ihr jetzt, das müsste man jetzt praktisch 323,6 Milligramm am Tag zudosieren, um den Wert zu halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel da vorne den Wert auf 6 gebe, also wir sind jetzt zu tief, wir wollten auf 7 gehen, dann sagt er jetzt bei der ersten Dosierung 485,4 Milliliter einen Tag lang und danach eben die gleiche Menge, wo wir vorher schon gehabt hatten, um den Wert zu halten. Calcium, sagen wir, wir haben 350, wir wollen 380, der Verbrauch sind 5 Milligramm pro Tag. Das gleiche mit Magnesium, geben wir mal 1300 ein und 1320 und auch 5 Milligramm pro Tag. So, fertig. Und jetzt seht ihr hier auch rechts, was ihr dosieren müsst. Und hier unten gibt es jetzt noch den Schalter Mineral Pro Instant. Den könnt ihr ein- oder ausschalten. Also wenn ihr jetzt nur Calcium, Carbonat und Mineral Pro Instant nehmt, dann schaltet ihr den Schalter ein. Und da kommt dann auch die Dosierung. Milliliter pro Tag und die ist gleich wie die Carbonat pro Instant Zugabe. Wenn man jetzt mal darauf achtet, auf die Magnesium-Angabe 1645, wenn ich das Mineral pro ausschalte, ändert die sich. Das ist jetzt der Anteil an Magnesium, der durch Mineral pro Instant dazukommt. Also meistens reicht eigentlich das Carbonat, Calcium und Mineral pro Instant von der Magnesium-Zugabe. Aber ihr müsst halt messen und eben den Verbrauch auch feststellen. Also jetzt zeige ich euch noch, wie man die Lösungen herstellt. Wir fangen mal mit der Carbonat Pro Instant Lösung an. Was ihr dazu braucht, ist eine Waage und ein Messbecher und was zum Umrühren. So, nachdem wir jetzt die 84 Gramm abgewogen haben, füllen wir jetzt hier mit Osmosewasser auf 1 Liter. So, jetzt ist das Carbonat Pro Instant aufgelöst. Schütten wir jetzt mal in so einen Zylinder rein. So, jetzt setzen wir die anderen drei noch an. Machen wir weiter mit dem Calcium. So, jetzt haben wir unsere 4 Instant-Lösungen fertig und jetzt können wir sie dosieren, entsprechend dem Rechner oder der entsprechenden Gebrauchsanweisung auf die jeweilige Dose. Dosieren, wie gesagt, wir haben schöne Dosierpumpen von Grotech, die machen das für euch jeden Tag aufs Neue und das ist jahrzehntelang unter Umständen, wenn ihr es immer gut behandelt. So, und wenn das alles zu umständlich ist, wir haben das auch als fertige Lösung, die Carbonatlösung, die Calciumlösung, die Minerallösung und eben das Magnesium. Schon fertig in der Flasche, unter der Dosierpumpe und ab geht's. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns auf YouTube, Instagram und Facebook. Bei YouTube die blaue Glocke aktivieren, dass ihr nichts verpasst. Und ansonsten schöne Woche noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.